Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Do-It-Yourself-Inspiration Koch und Backclub. Heute gibt's mal wieder ein Video für euch und zwar zeige ich euch eine super leckere Pizza mit Brokkoliteig und wie es geht und was ihr dafür braucht, seht ihr jetzt. Für den Pizzateig braucht ihr einen kleinen Brokkoli, zwei Eier, 30 Gramm geriebenen Parmesankäse und 30 Gramm geriebenen Mozzarella und ein bisschen Salz und Pfeffer. Für den Belag braucht ihr 5 Esslöffel passierte Tomaten und noch einmal 125 Gramm geriebenen Mozzarella-Käse. Je nachdem, wie ihr die Pizza belegen möchtet, braucht ihr zusätzlich noch Tomaten und Paprika in verschiedenen Farben. Das Wichtigste am Rezept ist natürlich der Brokkoli. Der wird als erstes klein geschnitten und aus den kleinen Stückchen wird dann nochmal die Flüssigkeit herausgedrückt, damit eine richtig schöne trockene Masse entsteht. Um den Teig richtig gut mischen und kneten zu können, habe ich hier diese schöne große Schüssel. Ich verknete den Brokkoli in meiner Schüssel zusammen mit Eiern und Käse. Danach würze ich das Ganze noch mit Pfeffer und Salz. Und alles nochmal gut durchkneten. Ich lege Backpapier auf das Backblech. Jetzt kann ich den Teig auf dem Backblech ausbreiten. Und ab für 5 Minuten in den Ofen. Während ich auf den Teig warte, zerkleinere ich schon mal das Gemüse für den Belag. Den vorgebackenen Teig hole ich dann wieder aus dem Ofen und belege ihn mit den passierten Tomaten und dem Käse. Mit dem Gemüse kann man verschiedene tolle Formen legen. Zum Beispiel ein Herz aus roten Paprikastücken, ein Smiley, dafür mache ich die Augen aus Tomatenscheiben und den Mund aus Paprikastücken. Aber am besten gefällt mir dieser Stern. Probiert einfach mal eure eigenen Ideen aus. Eurer Fantasie könnt ihr dabei freien Lauf lassen. Dann ist die Pizza auch schon bereit für den Backofen und kann fertig gebacken werden. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und Spaß gemacht. Wenn es so ist, natürlich Daumen nach oben dalassen. Und vielleicht habt ihr auch Lust, meinen Kanal zu abonnieren. Das wäre natürlich auch fantastisch. Dafür einfach unten den Abonnieren-Button drücken und natürlich auch die kleine Glocke daneben. Dann verpasst ihr in Zukunft kein weiteres Video mehr. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder bei Do-It-Yourself-Inspiration, Koch und Backclub. Tschüss!